Coco hielt Nocki auf dem Laufenden, was er so trieb. Er erzählte auch, wie komisch das Schlapperei aussehen würde. Der Backofen war noch merkwürdiger als der Zaubertopf. Die machen einen guten Eindruck. Wenn Sally Costa bei mir schmeckt, wird sie allen erzählen, geht's Appetit, du Essen, er hat die beste Küche. Wünsch mir Glück. Coco wollte Nocki endlich zeigen, wie Töpfe harte Sachen in weiche verwandeln können. Woher kommt dieser Lärm? Ach, herrje, was hast du angerichtet? Ich kann doch gerne Pasta servieren, in der mittendrin ein kleines Äffchen sitzt. Ach, zum Glück habe ich noch einen zweiten Topf mit Spaghetti aufgesetzt. Gleich würde Appetito in die Luft springen vor Freude, nämlich wenn er die vielen schlapprig gekochten Sachen im Topf entdeckt. Wieso schwimmt denn meine Spaghetti ein Suppenlöffel herum? Wer war das? Irgendwie scheint der Topf harte Löffel nicht weich zu kriegen. In diesem Salat ist keine einzige Kirschtomate. Sie haben mir Kirschtomaten versprochen. Ich werde... Oh nein, bitte nicht. Warte Sie bitte. Das schmeckt ja ekelhaft. Aber ist echt gut. Sie hatte recht. Je länger all das Zeug im Schlabbertopf herumschwamm, umso besser roch es. In Ihrer Küche sind eine Katze und ein Affe? Der Affe hat den Eintopf gemacht. Schmeckt gut. Aber Sie sagten doch, es schmeckt Ihnen nicht. Ja, wenn Sie das gekocht hätten. Aber für einen Affen? Juhu! Was ist das für ein Rezept? Nun ja. Vergessen Sie es, ich hab's schon. Appetito schimpfte nicht sehr mit Coco. Allerdings verlangte er von ihm, sofort die Küche zu putzen. Und zwar picobello. Oh, wie praktisch, dass du vier Hände hast. Du kannst alles doppelt so schnell machen. Ich wüsste zu gern, woraus du die Suppe gekocht hast. Spargel ist dabei. Die grünen Spitzen waren herrlich weich und matschig geworden. Ein Ei? Aber das Ei sah gar nicht schlabbrig aus. Eier werden nicht weich. Sie werden hart. Und eine Menge Käse. Was war mit dem Käse passiert? Lauter klebriges Zeug. Beim Kochen schien es keine Regeln zu geben. Ich bin fertig. Sie sagten, es gibt noch Kekse. Also, dieses Essen ist exzellent. Und wie heißt es? Plötzliche Notfall-Ravioli. Mit einem Fleischkloß. 4 Sterne. Dazu noch einen Stern für den Fleischkloß. Und Ihrem netten Äffchen gebe ich auch einen Stern. Oh, wie bin ich heute wieder großzügig. Oh, zu gütig. Und jetzt gibt es heiße Kekse. Wie hat er nur aus dem das gemacht? Vielleicht gibt es gar keine Zauberküchen. Vielleicht sind die Köche Zauberer. Gnocchi, mein Kätzchen, du verlierst eine Schleife nach der anderen. Wie ist das nur möglich? Jeder Tag, der mit Schnuppern anfängt und mit einem Plätzchen endet, ist ein ziemlich guter Tag.